I'm so fucking cute, bitch. I'm so fucking cute. Attitude abusive. But I'm so fucking cute. Hello Party People, willkommen zu einem neuen Vlog hier auf meinem Channel. Wie ihr sehen könnt, ich bin nicht zu Hause, ich bin wieder mal bei Uli gelandet. Wir sehen uns ja nicht so oft, sie wohnt in Hamburg, ich in Köln und es ist wichtig, seine Freundschaften zu pflegen. Und deswegen, ja, bin ich in den nächsten Zug gesprungen und habe Uli jetzt hier in Hamburg besucht und wir werden heute ein bisschen Quality Time machen. Und das hier ist jetzt ein Reminder an euch, eure Bestie zu besuchen, vielleicht auch zu überraschen, wenn ihr das Video gerade seht. Und eure Freundin nicht irgendwie, keine Ahnung, in Budapest wohnt, springt in den nächsten Zug und besucht sie einfach und plant einfach mal so einen Girls' Day. Wo ist die alte? Ulch? Du, frisch aus Mai gepellt. Moin, Leute. Moin, Leute. Danke, dass du da bist. Yeah. Ja. Übrigens, wir haben auch noch was anderes vor. Wir werden so ein bisschen Quality-Wellness-Tag machen und ich werde, Uliana hat sich mir anvertraut, ihre Haare färben. Ey, guckt euch das mal an. Ich denke, ich dachte, das wäre Sonnenstrahl. Ja. Wir müssen heute was färben. Also eigentlich geht es immer zum Friseur, aber ich habe gesagt, das kriege ich auch hin. Ja, klar. Ich habe nämlich ein paar Produkte mitgenommen, die werde ich euch zeigen und ich glaube, damit werden wir das schon gut hinbekommen. Ich werde mir Mühe geben. Ja, wir schaffen das. Die hat so 12 verschiedene Haarfarben. 12? Hier unten ist so, keine Ahnung, platinblond. Hier ist einfach so dunkelbrauner Fleck. Und dann braun. Aber du! Dude. Ich sag mal so, wenn es modern wird, hast du schon, ne? Wir stehen jetzt hier bei Uli im Badezimmer. Es sieht einfach aus wie beim Friseur. Da ist der Friseurstuhl. Da sitzt meine erste Kundin, vielleicht auch meine letzte. We will see. Ich habe die Haarfärbung von Clairol Professional mitgenommen. Wir schauen jetzt, welcher Ton am ehesten an Ulianas Naturton kommt. Sie möchte nämlich einfach nur ein kleines Fresh-Up haben, damit alles einfach einheitlicher aussieht. Und vorne möchte sie die Strähnen etwas heller haben und dafür werden wir dann den helleren Ton nehmen. Hier seht ihr auch die ganzen Pflegeprodukte. Also Leute, ab sofort könnt ihr selber Friseur easy peasy zu Hause spielen. Mit den Produkten, zwar haben wir hier einmal diese Farbe. Die werde ich gleich Uli auftragen. Ich zeige euch auch gleich mal Step by Step, was ich da benutze und wie ich das auftrage. Und dazu gibt es auch die passenden Pflegeprodukte für vor und auch nach der Anwendung. Könnt ihr übrigens alles bei Müller kaufen. Die Produkte sind vegan und bestehen aus recycelbaren Verpackungen. Als erstes, damit Ulianas Haare kein Haarbruch erleiden, benutzen wir hier Clairol einmal das Haarserum. So sieht das Ganze aus. Und das kann man einfach ins trockene Haar einarbeiten, also quasi Spitzen, die Länge und Spitzen, ne? Und dann bürsten wir das so ein bisschen ein. Das schützt das Haar einfach vor Haarschäden, damit ihre Haare am Ende nicht abbrechen, ne? Und sie keine Glatze auf dem Schädel hat. Okay, bist du bereit? Das ist jetzt nur Serum, brauchst keine Angst. Boah, riecht aber geil. Ja. Mm. Genau, da vorne das Blond kannst du auch machen. Genau, Jana will vorne so zwei Strähnen hell haben, so wie sie es eigentlich jetzt schon hat. Halt einfach nur alles ein bisschen aufgefresht, also vorne die Frames will sie hell haben. Und der Rest halt einfach nur so ein bisschen aufgefrischt. Ja, die Unfälle weg. Ja. Wie ist das überhaupt dazu gekommen? Keine Ahnung. Von Sonne einfach, oder? Nein, nein, ich habe sie blond gefärbt. Selber? Ja. Siehst du? Hol dir nächstes Mal mich und Clairol. Hast du ausgewaschen und dann war das so? Ja. Was hast du gedacht? Ja, keine Ahnung. Ich habe es erst irgendwann später bemerkt. Ach du Scheiße. Seitdem warst du nicht einmal beim Friseur, dass du mal aufzulassen? Doch, war ich einmal. Und was hat die gesagt? Ja, ich hatte da eine Tönung drin. Und dann war es auch weg, dann war es wieder gut, aber Tönung wäscht sich ja raus. Deswegen gut, dass wir das jetzt färben. Krass. Dann hält das wenigstens dauerhaft. Oh, weiß mir nicht, meine letzten Haare. Digga, wo kommt diese Kastanienfarbe auf einmal her? Leute, seht ihr das? Okay, jetzt werden wir die Farbe zusammen mischen, hier in diesem Behälter. Wie beim Friseur, richtig professional. Also das willst du wohin haben? Genau, das kommt hier oben auf den Kopf. Auf Ansatz? Jetzt. Direkt von Ansatz an? Ja. Okay. Und dann einfach nur so bis kurz vor Spitzen bürsten und die Spitzen bis so... So lassen. So lassen, okay. Genau. Okay, also Gebrauchsanweisung war easy peasy. Da sind einfach Bilder abgebildet. Eigentlich ganz einfach, das beides kommt in dieses Schälchen. Dann wird das gemischt und dann wird das hier reingegeben, wo so eine Spitze ist. Und dann aufs Haar. Kann nicht so schwer sein, ne? Juhu. Wir fangen jetzt an mit der Nummer 6. Dunkelblond für den Schädel. Und falls ihr es nicht selber schon gelesen habt, die Produktreihe von Clairol Professional heißt Color Studio. Und es ist wirklich super einfach. Ihr könnt das ganz easy peasy zusammenmischen. Es lässt sich super auftragen.
Ich habe die Farbe von Clairol Professional auf dem Haaransatz aufgetragen und das Ganze dann mit einem Kamm runtergekämmt. Und dann habe ich die Haare Stück für Stück immer abgeteilt und bin dann wieder von oben vom Ansatz bis in die Längen runtergegangen mit der Farbe. Okay, Ulis Kopf ist jetzt full mit der ersten Färbung. Da vorne die Strähnen, die machen wir jetzt gleich. Wir haben das jetzt so 25 Minuten ungefähr, ne? Mhm. Einwirken lassen und jetzt spülen wir das Ganze aus. Oh, gucken wir mal, was wird, ne? Und dann machen wir halt noch hier diese hellere Farbe vorne auf die Strähnen. Wir benutzen jetzt hier noch dieses Balsam. Das benutzt man direkt, nachdem man die Haare ausgespült hat. Das machen wir jetzt. Und danach benutzen wir hier noch die Pflegeprodukte. Und das Shampoo und einmal der Conditioner. Hier steht auch Color Protect, damit die Haarfarbe auch frisch bleibt. So, Leute, wir haben jetzt Ulis Haare gefärbt. Man sieht auf jeden Fall diese ganzen Flecken sind zum Glück weg. Und jetzt werden wir vorne bei Uli noch diese zwei Strähnen etwas heller machen. Die trennt sich jetzt die Haare ab vorne. Und ich mache eine neue Mische fertig. Und zwar ja, hier mit dieser etwas helleren Farbe. Friends, wir sind jetzt fertig mit unserem Friseursalon-Experiment. Ich habe mich übrigens gerade abgeschminkt, Uli auch. That's the result. Oh, das sieht richtig schön aus, Leute. Guckt mal. Ja, es sieht einfach aus wie meine Naturfarbe. Ja, es sieht 1:1 aus wie ihre Naturfarbe. Unten haben wir extra so ein bisschen das Blond noch gelassen. Also wir haben es nicht komplett bis in die Spitzen gebürstet, damit es so einen leichten Ombre-Look hat. Also ich finde, same. Es sieht nice aus. Hier diese ganzen Stellen, die ihr vorhin gesehen habt. Die sind weg? Ja, Mann, die sind eigentlich weg. Vorne, die Strähnen, zeig mal deine blonden Strähnen. Ganz ja, natürlich. Hier sind so leichte Frames, ja doch, das sieht man. Also richtig, richtig schön. Und das ging super easy peasy. Hier sind unsere ganzen Produkte. Wie gesagt, ihr findet die ganzen Produkte bei Müller. Schaut da gerne vorbei. Und wie lange haben wir jetzt insgesamt gebraucht für alles? Eine Stunde. Also es ging wirklich richtig easy peasy. Also wir hatten ja auch noch zwei Farben, ne? Ja, stimmt. Wir hatten zwei Farben. Mit einer Farbe wäre die eigentlich nach einer halben Stunde durch. Und das Auftragen ging auch voll easy. Wir haben es einfach nur reingebürstet. Es wurde nicht fleckig oder so. Ja. Und ja, bist du happy? Ja, ich bin happy. Ja. Meine Friseurin. Ja, ist so mit 600 Euro PayPal. Wir haben uns jetzt auch direkt abgeschminkt. Wir werden jetzt schnell einkaufen gehen. Wir haben nämlich Übelzunge und wir haben uns gerade so überlegt, okay, was können wir heute Abend noch essen und dann haben wir überlegt, lass mal selbstgemachte Pizza machen. Habe ich früher richtig oft gemacht. Also, ja, was heißt selbst gemacht? Dieser fertige Teig da aus dem Kühlschrank. Ja, ne? Ja. Aber wir werden die belegen und deswegen müssen wir uns jetzt beeilen, weil Rewe macht gleich zu. Leute, ich präsentiere euch jetzt den ultimativen Uliana-Style. Mein und Ulianas Klamotten-Style könnte nicht unterschiedlicher sein. Ich trage ja sehr, sehr weite Sachen und Uliana immer Maß angefertigt am Körper. Bitte gönnt euch ihre Strickjacke. Welche Größe ist das? Keine Ahnung, XS, XS oder so? Ne? Sie holt sich Strickjacke in XS. Bitte guck, das sieht so falsch an mir aus. Ja, okay, aber die ist auch schon 20 Jahre alt. Digga, was ist das? Junge. Ja, okay, dir sieht echt falsch aus. Guck mal. Dazu noch die Schlappen. Let's go. Jürgen, was willst du noch haben? Ja. Eine ja, ne? Ja. Ja, genau. Mais, Freunde, wichtig, Mais. Wichtig und richtig. Leute, das Wichtigste. Ja. Los, Hollandaise. Okay, Leute, wir sind wieder zu Hause. Also, boah, ich mal direkt ein. Uliana hat hier irgendeinen Eistee geholt. Mein Gott, jetzt. Nein, ihr seht es nicht. Weiße Zitrone, Holunderblüte. Yummy, yummy. Hast du schon mal getrunken? Mhm. Ja, bockt. Er hat das oh, ich auch! Nachfüllen! Ja. Shake nach! Wie so ein Schott, Alter! So. Okay. Das hat mir 10 Jahre nichts getrunken. Freundinnen-Test. Uliana. Ja. Gegen was bin ich allergisch? Zwiebeln. Nein! Tomaten. Zwiebeln mag ich einfach nur nicht und ich muss von denen kotzen. Tomaten mag ich einfach nur nicht. Also aber gegen was habe ich Allergie? Was kann ich auf gar keinen Fall essen, weil sonst schwill ich an und krieg keine Luft. Und brauche eine Spritze.
wenn ich zu viel davon esse. Ach so, Nüsse. Ja, danke, Jesus Christ. Ja. Und gegen welches Tier bin ich allergisch? Pferd. Woppa! Wie trinke ich meinen Tee? Schwarz. Mit? Zucker. Ohne Zucker. Ja, ich trinke nie mit Zucker. Ja, hab ich doch gesagt, schwarz. Ja, aber mit und hast du gesagt mit Zucker. Ja, das war ein Test. Ja, hast mich bestanden. Okay, erstmal Test jetzt für dich. Ja. Gegen was habe ich eine Unverträglichkeit? Boah, Digga, gegen alles, Alter. Gegen was hast du nicht fragiert? Laktose, Gluten? Nein, Laktose habe ich nicht. Digga, du kriegst immer ein paar noch so eine Milch trinken. Ja, weil ich es nicht mehr trinke, weil ich bin vegan. Ja. Was Milch angeht. Du bist vegan, Digga. Sag die und hält Käse in der Hand, Digga. Gluten. Ja. Gluten. Und du trinkst aber halt nie normale Milch. Ja, genau. Ja. Du trinkst immer Dingens, wie heißt das? Hafermilch, ne? Ja, oder Mandelmilch. Ja. Und wie trinke ich meinen Tee? Schwarzen Tee mit Zucker. Das ist, mit wie vielen Jahren wurde ich entjungfert? Mit 13. Nein, das war. Mit 16? Nee. 15? Ja. Also kurz vor 16, oh, Geburtstag, aber ich war noch 15. Was ist meine Lieblingsfarbe? Oh, ich habe neue Lieblingsfarbe, das kannst du eigentlich nicht wissen. Neue Lieblingsfarbe? Ich habe drei Lieblingsfarben. Okay, vielleicht beige. Kommt der drauf. Nein. Pink, also rosa? Nein. Braun? Dunkelbraun, ja. Khaki-grün? Dunkelgrün, ja. Und rot? Ja. Was ist meine Lieblingsfarbe? Ist schon immer dieselbe gewesen. Pink? Nein. Rosa? Nein. Beige? Ja. Ja, beige war meine auch ganz lange. Komm, mach alles drauf. Ja, alles, ja, safe, so richtig so. Das schmilzt ja eh gleich alles miteinander zusammen. Das wird so geil sein. Ja. Dann noch mit Soße Hollandaise. Danach haben wir Durchfall. Danach, Alter, Diabetes. Good morning, was geht? Wir haben uns jetzt gerade fertig gemacht und gehen was frühstücken. Wir haben richtig Hunger und heute Abend fahre ich auch schon wieder nach Hause. Wir sind jetzt fertig mit Frühstücken und jetzt wird es schon gleich Zeit, Sachen zu packen und dann geht es für mich wieder zurück nach Hause. Aber es war richtig, richtig schön. Ich zeige euch noch mal ganz kurz jetzt bei Tageslicht Ulianas Haare. Ich glaube, das kann man ganz gut erkennen. Also Leute, es ging wirklich super schnell, ganz easy peasy. Ich habe euch alle Infos noch mal in die Beschreibung geschrieben. Eine Ewigkeit später. So, Party People, ich bin wieder zu Hause angekommen. Es war so schön. Ich glaube, an dieser Stelle beende ich jetzt auch den Vlog. Noch mal kurz ein Reminder, eure Besties öfter mal zu besuchen, mit denen einfach wirklich mal so einen ganz chilligen Tag zu verbringen. Einfach Quality Time machen, sei es essen gehen oder Essen bestellen oder Essen selber machen, gemeinsam kochen, einen Film schauen, einfach nur Deep Talks zu halten. Es tut der Seele so gut, meine Batterie ist wieder vollständig aufgeladen nach nur diesem einen Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Vlog und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye.